Anja Time. Buongiorno, da sind wir. Und es geht jetzt um das Kapitel 5, kulturelle Einflüsse auf die Web 2.0 Nutzung. Wunderschönes Foto dazu, The Typo Terrorist, der Typo Terrorist. Wenn ich tagge, ist es ein Verbrechen. Wenn Banksy taggt, dann ist es Kunst. Ja, so sind die unterschiedlichen Interpretationsspielräume. Und damit sind wir mittendrin beim Thema Kultur und Flow. Letzte. Ja, Session hatten wir über Flow gesprochen, wie man in Flow kommt und wie man sich als Person darauf eingrooven kann, sodass man besser in Flow kommt und besser sich für dieses Leben rüstet und weiterentwickelt und das als positiven Impact versteht und eventuell sogar noch Glück empfindet. Das ist aber ein Thema, was man nicht nur an dem Individuum festmachen kann, sondern wir als Menschen sind ja eingebunden in eine Kultur, in eine uns umgebende Kultur und diese ist erheblich verantwortlich dafür, wie wir interagieren und wie wir uns als Individuum so verstehen. Es ist ein großer Pfeiler, auf dem wir als Individuum aufsetzen. Und ich will das mal kurz erklären, was das ist. Was ist überhaupt Kultur? Kultur sind die Rituale, Werte, Normen, kulturelle Praktiken, wie wir miteinander umgehen, welchen Einfluss die Religion, der Nationalstaat, das Nationalbewusstsein, die Region, das Geschlecht, was haben wir denn noch, soziale Klasse, der Job, was auch immer das mit uns macht, in welchen Beziehungen wir da, also zwischenmenschlichen Beziehungen wir da so stecken und mit wem wir konfrontiert sind und welche Werte und Normen die wiederum mitbringen und so weiter und so fort. Eine komplexe Geschichte. Ich versuche das mal hier so ein bisschen runterzubrechen, dass ihr versteht, warum das so relevant ist und so existenziell im Grunde, damit man selbst in Flow kommt und in dieser Netzgesellschaft, Netzwerkgesellschaft auch einen relevanten Impetus leisten kann. In meiner Diss über Flow hatte ich mich darauf referenziert auf Gerd Hofstede, auf seinen Kulturbegriff, weil der ganz gut anschlussfähig war zu dem, was ich da untersuchte. Und zwar bezeichnet er die Kultur als kollektive Programmierung des Geistes, sozusagen die Software des Geistes. Das ist im Grunde Kultur. Kultur spielt insofern auf die Entwicklung des Menschen ein oder zahlt darauf ein, wie man heute so schön sagt, dass man gewisse Formen von genetischem Code mitbekommt durch die Kultur, durch die Werte, die man durch seine Familie, durch die, indem man aufwächst in einem bestimmten Umfeld, bekommt man bestimmte Werte mit, Codes, Praktiken, wie wir denken, wie die Welt zu funktionieren hat. Und gleichzeitig gibt es dann noch die Möglichkeit, über erlernte Praktiken in der Schule, in der Arbeitswelt, in der Zwischenzeit, in dem World Wide Web, im Internet, sich weiter zu qualifizieren, nicht auf irgendeinen idealtypischen Endzustand, sondern indem man idealerweise halt, wie gesagt, im Flow sich immer weiterentwickelt und sich neue Herausforderungen setzt. Also Kultur zahlt auf das Individuum ein, auf die eigenen Werte, indem man unterbewusst schon während man aufwächst, ohne dass man irgendwie was mitbekommt, schon in den frühesten Kindheitsjahren wird man elementar mit bestimmten Werten und Ritualen konfrontiert, die man quasi einsetzt. Saugt. Und dann kommt dieser ganze Sozialisationsprozess und dieser zahlt auch wiederum ein und je nachdem, in welchem Kontext man sich dann bewegt, dem entwickelt man auch seine eigenen Werte. Dann ist es natürlich, wenn wir jetzt dann schauen auf das Internet und wie wir da drauf schauen und wie wir damit umgehen wollen, auf, sagen wir sogar im weitesten Sinn auf die digitale Transformation, dann ist es natürlich entscheidend, welcher Kultur man entstammt und wie man so konfiguriert worden ist, wenn man in dieser Systemsprache bleiben will, in dieser technischen Sprache, um damit umzugehen mit diesen Veränderungsprozessen. Gleichzeitig sind wir in ähnlichen Regionen auch in bestimmter Hinsicht auch ähnlich konfiguriert. Und so kann man ganz grob regionale Unterschiede zum Beispiel festmachen im Umgang, wie das Internet selber genutzt wird von einer Kultur im dominanten Mainstream. Da können wir sehen, dass zum Beispiel in den westlichen Ländern wir primär in dem ersten Schritt versucht haben, das Internet als einen weiteren Vertriebskanal für die Medienkonsumgesellschaft im Grunde aufzubereiten, auch zu verstehen. Das war ein großes Missverständnis.
und ist bis heute noch nicht komplett ausgeräumt. Ganz im Gegenteil, es kommt gerade ja wieder zurück. Wir denken das Internet primär als zirkuläre Entertainment-Umgebung, in der wir uns vergnügen, in der wir uns privat irgendwie bewegen. Das war einer der großen Geburtsfehler, warum wir so hinterherhinken. Dann gibt es andere Regionen, zum Beispiel in die asiatischen Regionen. Dort wird das Internet eher so als Instrument verstanden, um seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen, um weiterhin in seinen familiären, sozialen Kontexten sich auszudrücken, anders auszudrücken, intensiver sich zu vernetzen und zu verbinden, weil man halt einen viel kollektivistischeren Wertehaushalt pflegt, als wir hier im Westen mit unserem mehr individualistischen Stil. Schließlich können wir noch als dritte Variante im Grunde der Internetnutzung, können wir zum Beispiel auf die skandinavischen Länder schauen, die nutzen das Internet eher als erweiterten sozialen Raum. Das liegt vielleicht auch am Klima, dass man damit die Möglichkeit hat, in diesen langen Wintern auch eher über die sozialen Netzwerke miteinander zu kommunizieren, den als selbstverständlichen sozialen Raum auch zu begreifen. Von daher haben die einen ganz anderen Umgang mit dem Internet als wir. Und diese unterschiedlichen kulturellen Nutzungen des Internets machen sich bis heute natürlich auch in der Innovationsfähigkeit eines Landes bemerkbar. Mensch, das ist echt ein tricky Kapitel hier, dieses Kulturkapitel. Ich hatte das in diesem Flowshower schon recht kurz gefasst und zusammengeschraubt auf das Wesentliche. Ich kriege das hier so in diesem Video nicht noch komprimierter hin. Ich glaube aber, in dem Buch habe ich es ganz gut zum Verständnis gebracht. Wir haben jetzt also gesehen, es gibt diese unterschiedlichen regionalen Zugänge zum Internet. Es ist natürlich sehr pauschalisierend. Jedes einzelne Individuum innerhalb dieser Region hat nochmal einen eigenen Zugang dazu, je nachdem auch, wie es mit dem Internet interagiert, weil das Internet ist ja eine globale Geschichte. Gleichzeitig wissen wir, dass wir natürlich auch innerhalb dieser Regionen, wenn wir in die Binnensicht gehen, sehr unterschiedliche Kulturen auch vorfinden. Also wir brauchen in Deutschland schon allein, wenn wir die föderalen Grenzen überschreiten, werden wir Unterschiede feststellen. Wir werden über die Landesgrenzen hinweg Unterschiede feststellen. Die Deutschen unterscheiden sich von den Österreichern oder den Schweizern und den Franzosen und so weiter und so fort. Und Hofstede, auf dem ich da referenzierte, hat versucht, es entlang von 5 Indizes zu quantifizieren und ins Verhältnis miteinander zu setzen. Also wie ist das Verhältnis der Bewohner zur Macht? Irgendwie fühlt man sich eher, ist das eine weit entfernte Kategorie oder sieht man das als einen Teil von sich selbst? Wie ängstlich ist ein Volk und so weiter und so fort? Das hat er entlang eines Untersuchungsschemas bei IBM erst ursprünglich in den 70er Jahren festgestellt und identifiziert, dann immer weiter ausgerollt. Und entlang dieser Indizes kann man dann Länder auf diesen fünf Indexen kann man dann eintragen, wo dieses Land im Verhältnis zu anderen Kulturen steht. Und je nachdem, wie sich das dann so zusammensetzt innerhalb eines Landes, kann man bestimmte kulturelle Prägungen ausmachen, die selbstverständlich dann auch wiederum die einzelnen Individuen prägen, wenn sie darin aufwachsen und sich austauschen und dort im Grunde sich sozialisieren. Ist ja logisch. Und gleichzeitig spiegelt sich natürlich auch diese Kultur im Erziehungssystem, im Bildungssystem wieder. Und je nachdem, wie dieses Verständnis ist auf diesen unterschiedlichen Indizes, kann man dann sehen, ob eine Kultur, Bildungskultur innerhalb des Landes eher lernendenorientiert ist, eher lehrendenorientiert, eher Frauen in höheren oder in niedrigeren Positionen sieht und so weiter und so fort. Das kann man da ziemlich klar eigentlich ablesen, wie diese Autoritätsstrukturen sind, welche Erwartungshaltungen die Lernenden haben, wie strukturiert eine Lernumgebung sein muss und so weiter. Komplex, aber handelbar und insofern auch nicht pauschalisierbar. Das heißt, es gibt keine weltgeschichtlich idealtypische Sichtweise, auf die wir dann alle Individuen dann hinzuarbeiten haben in unserem Kompetenzprofil, sondern das ist alles sehr kulturell geprägt und sehr kulturell auch unterschiedlich gefärbt, je nachdem, von wo man herkommt und wie man aufgewachsen ist. Das mal in aller Kürze und ich denke, dabei belasse ich es jetzt erstmal. Macht's gut, bis dahin, bye bye.